Ja, moin. Sie, hier ist Heinrich Schulte Brömmelkamp aus Kattenfenne. Sie, wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Heute ist der 14. Februar auf dem Kalender. Und das genau, Valentinstag, der große Feiertag von der Floristikfach-Blumenbranche. Und definitiv der Tag im Jahr, an dem wir Männer noch mehr Gelegenheit haben, uns gehörig unbeliebt zu machen. Valentinstag, das ist auch so ein Tag, den wir ohne Sinn und Verstand importiert haben aus diesen Amerika. Genau wie Halloween. Braucht kein Mensch. Ich ging früher genauso gut ohne. Aber wenn ich mir diese beiden Tage angucke, also diesen Halloween und den Valentinstag, das eine, das ist der Tag von Schrecken, von der Angst. Das ist so ein Tag zum Gruseln. Ja, und der andere Tag, der findet dann Ende Oktober statt, immer an 31. auf den Reformationstag. Aber diesen Valentinstag, also was genau heute auf den 14. Februar ist, dann haben die damals schon zu meiner Jugend, zu meiner erotisch aktive Zeit, da haben die das hier in Deutschland schon eingeführt. Ja, und am 14. Februar damals, da bin ich dann immer losgefahren, ich hab Blumen gekauft, ja, und dann ist mir eingefallen, Mensch, Heinrich, du hast ja gar keine Freundin. Ja, und heute, ein paar Jahrzehnte später, da bin ich erotisch nicht mehr ganz so viel unterwegs und da habe ich immer noch keine Freundin. Ja, unter uns, meine Frau, die Erna, die ist da so ein bisschen nicht ganz so tolerant, sagen wir mal. Aber die beansprucht jetzt diesen Tag, eben besagten Valentinstag, komplett für sich. Heute Morgen beim Frühstück ging das Stänkern schon wieder los. Du weißt doch, was heute für ein Tag ist. Ich sag, was meinst du? Es ist Valentinstag. Ich sag, was willst du mir damit sagen? Alle Frauen bei uns in der Straße kriegen heute Blumen von den Männern. Ich sag, das ist aber schön für die Frauen. Willst du dich da nicht auch beteiligen? Ich sag, was soll ich der anderen Frauen Blumen schenken? Heinrich, es ist Valentinstag und dann schenkt man der Frau, die man über alles liebt, Blumen. Ich sag, ja, würde ich ja auch tun, aber dann habe ich sofort wieder Ärger mit dir. Und außerdem weiß ich gar nicht, wo Helene Fischer wohnt. Ich will auch Blumen, Blumen, die zu mir passen. Blumen, die zu meiner Frau passen. Wissen Sie, wie schwer das ist? Ich bin extra nach der Tankstelle gefahren, aber so ein inkontinentes Personal. Da musste ich glatt 2 Euros mehr investieren in Floristikfach-Blumenhandel. Die wussten Bescheid. Bin dann mit Blumen nach Hause. Ich sag, komm, da hast du. Oh, rote Rosen. Ich sag, du hast doch gesagt, Blumen, die zu dir passen. Ich hatte schon Sorge, du kommst mir im Kaktus an. Ich sag, Erna, ich bitte dich, Blumen, die zu dir passen. Und da hast du an rote Rosen gedacht? Ich sag, ja, aber nur, weil sie fette Hände nicht mehr hatten. Das sind sehr schöne Blumen.